wenn ich auf den Hof gehe, auf den Reiterhof und da mein Handy ausmache und mich dann voll auf das Pferd konzentriere, mich voll darauf einlasse, dann ist das für mich einfach eine ganz andere Welt, die mich total erfrischt. Und man ist mit Menschen zusammen, die von meinem Beruf überhaupt nichts wissen. Das gefällt mir einfach auch gut, dass ich da so ganz anonym bin. Hallo, ich bin wieder unterwegs mit meiner Überraschungsbox und heute freue ich mich auf... Hallo! Ah, hallo! Cornelia Brandkamp, Soloflötistin des DSO. So. Schuhe ausziehen am besten. Wir haben auch was für die Füße. Genau. Vierter Stock, ne? Das ist schon wieder. Trainierst du damit gleich mal so deine Lungenbewegung? Ja, das ist gut. Magst du was trinken? Ja, ja, doch. Ein bisschen Wasser bei dem warmen Wetter heute. So. Und du reitest, ja, ne? Also, bitte. Ja, genau. Ja, ist das schon lange oder? Nee, noch gar nicht so lange. Das war so mein Kindheitstraum eigentlich, den ich mir aber eigentlich jetzt erst seit einigen Jahren so selber verwirkliche. Okay. Aber ich glaube, wenn ich damals reiten hätte lernen dürfen, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht hier mit der Flöte. Echt? Mhm. Aber bist du denn in so einem Musiker-Elternhaus oder dann irgendwie groß geworden oder wie kam das? Dass meine Eltern so richtig selber Musik gemacht haben, das war nicht der Fall, was sie sehr bedauert haben. Aber ich habe dann bei den Nachbarn viel Musik auch mitbekommen, weil die dort auch viel Musik gemacht haben, die Kinder auch. Und das fand ich immer ganz toll. Und irgendwann habe ich dann zum ersten Mal eine Flöte gesehen, ausgepackt im Kasten. Und das fand ich so toll. Das war ein so tolles Erlebnis. Ich dachte, oh, die möchte ich auch mal haben. Und dann habe ich wirklich zu Weihnachten eine Flöte geschenkt bekommen, eine Querflöte. Und das war so für mich ein ganz toller Moment, ja. Mhm. Du backst gerne. Ich meine, jetzt können wir einen Kuchen backen. Ja, klar, gerne. Okay. Das finde ich immer gut, wenn man was macht, was irgendwie schnell geht und wo man ein Resultat hat, was man gleich sehen kann. Und 250 Gramm, muss man immer ein bisschen genau sein. Bist du eher so Perfektionist oder Man sagt mir das nach, ja. Ja, echt? Dann noch eine kleine Geschmackszutat. So, gut. Aber woher kommst du denn? Ich meine, also vier Kinder ist ja schon, klingt nach ländlicher Gegend. So ist es, ja, ja? Genau. Genau, bin in Nordrhein-Westfalen groß geworden, so 80 Kilometer nordwestlich von Duisburg, direkt an der holländischen Grenze. Und 80 Kilometer, dann haben dich die Eltern immer gefahren zum Unterricht? Nee, es gab dort erstaunlicherweise, kann man vielleicht sagen, eine sehr, sehr gute Musikschule. Und da hatte ich einfach das große Glück, dass ich einen sehr, sehr guten Flötenlehrer gefunden habe dort. Ne? So kam das dann, dass ich dann auch irgendwann dachte, na ja, gut, jetzt kann ich vielleicht dann auch irgendwann doch vielleicht wagen, Musik zu studieren. Ne? So. Magst du mal probieren? Essen schon, meinst du? Ja, klar, du so. Das war als Kind wahrscheinlich auch mal toll, oder? Hast du ältere Geschwister oder jüngere? Oder? Zwei ältere Brüder und eine jüngere Schwester. So, guck. Wie lange musst du da jetzt rein? Das dann? Ist der Viertelstunde. Viertelstunde. Okay. Die Zeit haben wir. Vielleicht können wir ja mal gucken, wo gibt es ein Zimmer, wo du übst oder wo du immer übst oder so. Oder das würde ich gerne mal sehen. Ja. Gut, so. Ja, hier ist unser Wohnzimmer und hier übe ich so. Okay. Hier. Und da ist das Stück, was dich verzaubert hat im Prinzip. Genau. Ne? Als Kind schon und heute stimmt. Immer noch. Mhm. Gibt es denn auch so Zeiten, also wo das dann doch mal nachlässt oder wo man dann doch so denkt, so, also nicht zweifelt vielleicht so wirklich, aber schon. Heute wieder üben. Doch, sowas gibt es schon auch immer mal zwischendurch. Ja? Also wenn man so irgendwie, was weiß ich, eine schöne Brahms-Symphonie spielt oder auch moderne Sachen, die sehr interessant sind, dann packt es einen dann eigentlich doch auch beim Üben wieder. Ne? Im Orchester gibt es da auch immer wieder Stücke, die du einfach noch nie gespielt hast? Oh ja, ganz viel. Ja. Also weil unser Orchester macht ja jetzt auch nicht so viel diese Standard-Literatur rauf und runter. Das finde ich eben auch das Tolle im DSO, dass man immer wieder neue Stücke kennenlernt, auch von unbekannten Komponisten. Ja, ich würde gerne mal was hören. Aha, also gut, Das klingt, wenn man Soloflötistin im DSO ist. Fehlt noch Zucker. Nee, ich finde es gut so. Also, okay, gut, dann machen wir es gleich drauf. Genau.
Ja, perfekt. Na gut. Dann können wir ja. Moment raus. Mal, ich habe da noch was. Okay. Genau, und zwar sowas Kleines. Ach. So, also den Notenschlüssel schneide ich natürlich nicht an, das machen wir. Das ist ja für deine Tochter. Aber nur, wenn sie geübt hat, ne? Aber nein, eigentlich bin ich nicht so streng, das klang jetzt ja ganz furchtbar. Ja, es war ja bei dir damals auch nicht so streng, ne? Bei mir war es total locker. Ja. Meine Eltern waren wirklich Engel, was das angeht und auch sonst natürlich, aber in dem Falle wirklich, also das war ganz mein eigenes Ding. Die haben mich damit wirklich gelassen und unterstützt, aber nie gedrängt oder nie Druck ausgeübt. Also das war wirklich, wirklich ganz, ganz toll, muss ich wirklich sagen. Also mein großer Traum oder mein großer Wunsch ist so, dass ich mit meiner Tochter irgendwann mal so über ein großes Feld reite, durch die Wiesen, einfach übers Gelände galoppiere, ohne Begrenzung, ganz in Freiheit. Im Moment ist das natürlich noch nicht möglich, aber irgendwann vielleicht mal, das wünsche ich mir einfach sehr, dass wir das mal irgendwie hinkriegen. Und andererseits, was ich auch einfach ganz toll fand, war jetzt unser letzter Urlaub, wo wir in den Bergen waren und dort einfach die Natur so zu erleben. Und das hat mir auch großen Spaß gemacht. Wow, was ist das denn? Das darfst du jetzt mal aufmachen sozusagen. Was ist denn das? Was ist das? Oh, das schaffe ich. Ah, das geht, aber klar geht das. Uiuiui. Und jetzt muss ich hier so drehen? Ja, du kennst es schon, ne? Ah, toll. Na, der hat ja genau die Farbe von unserem Orchester. Das hier ist eine Freikarte für ein Konzert vom DSO. Ach, das ist ja toll. Wieder auf. Warte, dann mache ich da nochmal einen Knoten rein, ja? Genau, ja. Dankeschön, Cornelia. Kuchen gegessen, tolle Musik gehört, Ballon in den Himmel, ein vielseitiger Tag. Cornelia Brandkamp, Soloflötistin des DSO. Ich habe viel gelernt. Dankeschön. Danke auch dir. Bis demnächst ja, im bis Konzert. Bald, ne? Tschüss. Ja.